Wie in der letzten Folge schon angekündigt, hier meine erotische Stimme, der Zwiebelpeter, ist wieder mit dabei bei Corekeeper, auch an meiner Seite Mene und Brilli. Grüß euch. Ja, hallöchen, hallo, herzlich willkommen. Hast du echt schön, Bier im Zug? Was? Was? Nein? Ich frag nur. Ja, ja. Nee, ich trinke doch gerade Bier. Ach so, ich dachte, du hast dem Hopfensaft jetzt entsagt. Nein, nein, er ist drin. Er ist drin. Schön. Er ist drin. Das ist natürlich super. Ein Bohrer wäre nicht schlecht. Das freut mich, dass ihr eure Beziehung so vertieft habt. Einvernehmlich versteht sich. So, was machen wir denn? Ja, ich grabe hier im Norden herum. Ich brauche Zinn für diese blöde. Ich habe hier in den oberen habe ich gerade 4 Barren reingelegt. Ja, ja, die habe ich mir schon rausgenommen. Aber ich alles klar. I need even more. More. Herzbeere. Und du bist jetzt wo im Norden? Was machst du im Norden? Bounce da richtig die Scheiße. Was ist los? Ich bounce da richtig die Scheiße. Du bounce da richtig, ja klar. Da ist aber auch wieder so ein Viech. Achso, ich grabe nach Kokain. Der Gorm, der macht da oben seine Runden. Da ist doch Mineral. Ich hab was gefunden. Oh, Jolt. Jolt, glaube ich, ist satt. Nee, war Kupfererz. Aber im Dunkeln sah es so aus. Guck ich nochmal, wie das Angelspiel ging. Ja. So schon mal nicht. Welche Taste drückt man denn nochmal? Rechte Maustaste. Holzwand, Holzboden, Holzbrücke hier. Ja, wo sehen wir den da? So, zack. Bernd. Was ist das denn jetzt hier? Brüchige Steinsäule. Okay. Aha. Also man findet hier schon irgendwie komische Sachen. Muss man ja mal sagen. Inwiefern? Naja, so irgendwelche komischen Steinbehältnisse und Kack. Wie asozial ist das denn hier? Was hat er denn schon wieder? So, da kommen wir, zack. Oh, ich sollte etwas essen, sagt mir mein Spiel. Immer aufs Spiel hören, weißt du ja. Was esse ich denn? Ich hab gar nichts mit. Auch hier. Süßer Pfeffer-Wrap. Ja, warum nicht? Noch irgendwas? Ja, ich hab das hier zum Trinken. Oh Leute, ey. Ich hab hier so ein Angelspot, da kommen dann die Viecher, aber ich bin halt auf dem Steg. Aber keine ja? Möglichkeit, mich zu schützen. Hä? So. Jetzt wollen sie mal gucken, wie sie durch die Sandwand kommen. Hast dich eingemauert? Hey, du Fuchs. So, was ist das jetzt? Was habe ich jetzt bekommen? Zinnerz, yeah. Yeah, yeah. Ein ganzes Zinnerz. Ja, Zinnerz. Wow. Wo bin ich jetzt? Oh, jetzt bin ich hier im Durchgang, okay. Nimm das, Schurke. Oh, hier
sind wieder Würmer. Ich werd wahnsinnig. Ich hasse sie. Mhm. Das ist quasi wurmtastisch. Ich habe einen Schädel gefunden. Grottlingsschädel. Wertvoll. Überbleibsel einer einst stolzen Zivilisation. Okay. Also entweder ist dieser Fisch, den ich ja mega schwer, was ich natürlich glaube. Ja, natürlich. Oder? Oder ich bin mega dumm. Was ich natürlich glaube. Du musst dir halt das Muster von den Viechern merken. Ja, ja. Ja, ja. Wird aber ja voraussetzen, dass er die Intelligenz besitzt, ein Muster zu erkennen. Ja gut, Ey, ganz ehrlich, dieser Fisch hier, der ist, hat mehrere Farben, ja, der ist nicht nur rot und gelb, der macht auch noch irgendwie Mischmasch. Aha. Glaube ich, der schwierigste hier von allen. Orange? Ja, orange. Na, orange. So, jetzt habe ich 7 Zinnerz, okay, das reicht. Ich habe auch noch einen Zinnerz gefunden gerade, falls du brauchst. Ich glaube, das reicht erstmal für, okay, für die Tischlerbank. Ich werde dann sicherlich noch Aber ich habe ihn gleich. Glaube ich mal. Derselbe ist. Hier ist Holz. Nehmen wir gleich mal mit. Oh ja. Der hier hat ein ganz anderes Muster. Die haben immer unterschiedliche Muster. Moin, Mene. Ach, guck mal, wer da ist. Hallo. Guck mal, da ist noch mehr Holz. Ich muss erst mal heim, ich habe Hunger. Das ist doch Dreck. Brauche ich bestimmt nämlich für Bretter. Holzbretter brauche ich bestimmt Holz. Bin ich nicht übelst schlau, so vorbereitungstechnisch? Und wie findest du meinen geraden Weg? Das ist mega. Macht's doch super einfach, oder? Ich bin übrigens ziemlich hungrig. Ja, ist was. Ja, ich weiß. Mann. Der gerade Weg ist perfekt. Muss man sagen. So. Wow. Den zack, schmilzt du. Wie soll man den kriegen, ey? Ganz ehrlich, kompletter Bullshit. Okay, was ist das? Reparieren. Reparieren. Okay. Dann schmelzen wir mal noch das. Gold? Habe ich Gold? Nee. Blub, 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 blub. Das kann man noch schmelzen. Haben wir noch Gold irgendwo? Ja, Gold haben wir noch, Goldbahn. Ja. Eisenbahn haben wir auch noch. Aber brüchige Steinsäule im Wertvoll, in der Wertvollkiste wird der Brilli nicht gut finden. Ist mir egal, aber da steht doch wertvoll dran, deswegen. Nee. Nicht? Nope. Okay, na dann, was machen wir dann damit? Dann hauen wir die einfach kaputt. Nee, da tust du doch in eine andere Kiste. Haben wir noch nee, genug. Wieso denn? Wir können sie doch hier mit dem Reparatur-Heini da zerlegen. Nee, will er aber gar nicht, siehst du? Die ist tatsächlich kacke. Weg. So, jetzt habe ich hier schon mal das Zinn. Gehen wir hier mal hier ran. Was brauche ich noch? Oh, er hat einen Fisch gefangen. Oh, ein Fisch. Den hat noch nie jemand geangelt. Was für einen? So, Tischlerwerk. Blasenfisch. Mhm. Wo stelle ich denn die Tischlerwerkbank hin? Hier. Und damit kann man jetzt was machen? So, da kann man jetzt Sockel bauen, Vorleger, Kommode, dekorative Fackel kann bemalt werden. Eine sicherere, ästhetischere Alternative zur herkömmlichen Fackel. Vielleicht muss man die bauen, dass die nicht von den Schleimen gefressen wird. Kann sein. Braucht ein Holz und eine Steinwand. Aber ich kann hier keine Holzbretter herstellen. Holzwand, Holzboden, Holztür. Brett. Kann bemalt werden. Oh, ich hab noch einen Fisch. Meine Teufelswurm. Jetzt hat er's. Was brauchte ich noch? Der ist grün. Hast du schon mal einen grünen gefangen? Nee, Holzbrett ist nicht Brett. Das ist was anderes. Also Holzbrett und Brett sind unterschiedliche Dinge. Ich hab einen grünen gefangen. Der labert eine Scheiße. Holzzaun, Holzzauntor, bemalter Boden. Nur wahr. Bemalte Wand, Tischlerwerkbank. Lies nicht.
Bibel, hilf mir mal. Wie kann ich ein Brett bauen? Hier liegt einfach Gold. Ein Brett? Also ein Brett kann ich bauen, das ist nicht das Problem, aber ich brauche ein Holzbrett. Ah ne, ist ein Bett. Also ich brauche ein Holzbrett, aber ich kann ein Bett bauen. Das ist mein Problem. Hä? Ich brauche Holzbretter, also Holzbrett. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich das bauen kann. Holz. Wieso weißt du das denn nicht? Es gibt noch eine Schmuckwerkbank, aber ich glaube nicht, dass man da Holzbretter drin machen kann. Ich sehe das nicht. Wo ist denn die einfachste Werkbank von uns? Das hier ist die einfachste Werkbank, hier die. Okay. Da kannst du aber nur Holzwand, Holzboden, Holztür. Und für was möchtest du jetzt das Brett bauen? Für die Fackel? Nee. Wenn du hier unten an den Tisch gehst, dann will ich den Kartografietisch billig bauen. Und dafür brauche ich 40 mal Holz, Brett und 10 mal Eisenbarren. Eisenbarren haben wir. Ja. Aber Holzbrett fehlt mir. Frag doch mal Tante Google. Ja, das wollte ich ja nur vermeiden. Naja, nu, aber... Da muss ich mal gucken. Hier. So, gehen wir mal ein. Torkeeper Brett. So, wie man ein Boot baut. Nein. Das ist ja schon anspruchsvoll. Ich will ja wissen, wie man ein Brett... Brett... Rezept... benötigen außerdem eine Tischsäge, um Bretter herzustellen. Aha. Leute, kommt mal nach Norden. Was ist da? Was Komisches. Aber wie baue ich jetzt eine Tischsäge? Definiere komisch. Weiß ich nicht. Hol euch ab. Ja. Okay, dann muss ich vielleicht die Elektronikwerkbank ausbauen. Kupfer und Eisenbarren jeweils. Sicher, das liegt doch wohl auf der Hand. Googelt der, weißt du? 8. Den Barren zurück. Du liegst auf der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt bauen wir das. Bauen wir die Elektronikwerkbank. Zack. Die bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Guck dir das im Sand, das auch ist? Aha! Was ist? Sand. Was hat er denn? Eine Lampe? Hier kann man eine Lampe bauen. Und die Tischsäge. Haha, wie ich es wusste. Kupferbarren und Eisen. Wie du es wusstest. In der Elektronikwerkbank oder was? Ja. Aber die kannst du schon bauen, ohne dieses Galid oder wie das Zeug heißt. Ja. Ja, aha. Einfach googelt und sagt, dass er es wusste. Bin ich aber fast schon brillitös. Warum baust du eigentlich dir eine Eisengießkanne, wenn ich hier der Gärtner bin? Tischsäge, zack. Dachte ich, tu dir damit einen Gefallen. Ja, wenn du sie mit dir rumträgst, das ist super, ja. Das ist mega gut. Dass ich die Pflanzen versorge. Aha. Also, hier kann ich jetzt Holzbrett und Korallenholzbrett kann man hier machen. Okay, dann packe ich da jetzt einfach mal Holz rein. Oh, dieses Gebäude benötigt Elektrizität. Ach fuck, und was machst du jetzt damit? Ist doch klar. Ein Generator muss man jetzt bauen. 1051. Okay. Was, 1051? 10 Kupfer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben ganz viel Kupfer, ist hier noch im Schmelzofen. Ein Gold und 5 Silber. Silber haben wir noch. 3, 4, 5. Quatsch, Eisen meinte ich. Entschuldigung. Macht ja nichts. So, da machen wir jetzt einen Generator, zack. Der braucht bestimmt irgendeinen Treibstoff. Ah ne, guck mal, funktioniert. Ha, siehst du das? Bam, wird mein Holz gesägt in Bretter. Das Ding hat sogar Leerlaufgeräusch. Hier, ich packe auch noch was rein. Korallenholzbrett gibt's auch. Ja, das ist ja dieses neue Biom, was dann mit dem letzten Update kam. Und wo steht jetzt der Generator? Der Generator ist hier links. Ach, der dahinter, das Ding, alles klar. Genau. Müssen die direkt aneinander sein, oder? Ja, ich glaube schon, sonst musst du irgendwie Kabel bauen. Wenn du da drüber an den Elektrotisch, dann kannst du nämlich hier...
Kannst du elektrisches Kabel bauen. Kostet ein Kupferband pro Kabel. So, deswegen kommt aber mal hoch. Ich lade mal meine Sachen ab und dann... Dann muss ich mir aber was zu futtern mitnehmen. Ich verreck nämlich gleich. Hier habe ich mal 35 Zinn wird hier erstmal gebraten. Haben wir noch zu futtern. Salziger Pfefferrap. Rap. Reparatur. Reparator. Hat eine Grottlingkapuze hier zu tun. Aber warte mal, hier Fackeln wäre nicht schlecht, ne? Fackeln habe ich noch 12. So, ich bin bereit, Brilli. Ja, ich also noch nicht, jetzt warte doch mal. Muss auch erstmal abladen hier. So, Fackel gebaut. Ich kann natürlich jetzt auch. Haben wir schon 40 Bretter? Ne, erst 7, okay. Dauert jetzt eh eine Weile, bis die 40 Bretter durchgenudelt sind. Ja. Billy, falls du noch Bretter hast, kannst du die in die Säge, Holz hast, kannst du das in die Säge packen für Bretter, bitte. Weil ich glaube, dass die 90 Holz nicht reichen. Ja, aber ich will nicht alles Holz loswerden. Man braucht Holz immer. Ja, dann machst du halt, behältst du halt noch 10 oder so. Müssen wir vielleicht unsere Holzfarm vergrößern? Oder einfach mal wachsen lassen. Oh, was ich Tolles hab hier. Was hast du denn? Eine Axt? Wo hast denn die schon wieder her? Nee, nicht die Axt. Ja, das bin ich. Mit der Axt. Das hier, folgendes hier. Guck erstmal. Hier. Also Facehugger. Zack. Ui. Ja, und zack. Nee, warte. Zack was? Hier. Schön. Was und denn? Zack. Wow. Oh, ein Zelt, was ist denn das? Zeltlager hier. So ein Penner unterstand. Und der Zwiebel. Leute, was hier in der Wertvollkiste rumdummelt, ne? Was willst du denn? Nee. Da steht überall wertvoll. Außer bei der antiken Münze. Mit der können wir handeln, ne? Also ich denke mal, mit den Lampen, die man bauen kann, kann man bestimmt... Obwohl, die werden auch Elektrizität brauchen. Aber mit diesen dekorativen Fackeln, vielleicht werden die von den Dingern nicht gefressen. Du könntest mal eine zweite Box für Essen bauen, Zwiebel, gerade bitte. Haben wir nicht noch irgendwo Kisten voll rumliegen? Warte mal. Warte mal, das ist doch so eine Schleimkiste. Kann ich die nicht vergrößern da unten? Nee. Hier ist Säureschleimboden ist hier in der Wertvollkiste, Leute. Ja. Den habe ich nicht da reingetan. Also irgendwo haben wir Kisten in der Kiste, bin ich mir sicher. Da habe ich jetzt auf einmal zwei Angeln. Habe ich eine Angel von euch irgendwie eingesammelt? Kann sein. Hier sind 3 Kisten, guck mal. Jan, stellst du nur eine auf? Na klar. Super gut. Hier kommen Fische rein. Kann man nicht die Farben von den Kisten auch irgendwie ändern? War das nicht so ein Ding? Nee. Braucht man erst Farbe zum Anmalen, ne? Wahrscheinlich. Ah, Gelbblasenfisch, okay, kann gekocht werden. 20 Bretter. Wenn wir ist noch klar, dass Brilli baue ich vorher noch diesen Tischlerbank. Das ist klar, dass Brilli den gefangen hat, ne? Was denn? Den Fisch hier. Ein Fisch mit großen gelben Geschwüren auf dem Kopf. Er wollte zu Papa. Ah, Papa. Was treibt dich hier hin? Bist du meine Vati? Denk an mein BAföG, Papa. Genau. Studieren bitte. Du sollst nicht in die BAföG gehen, das habe ich dir verboten. Genau, ich. Die durchtriebenste Bar in ganz Köln. So, ja, ich kann mit. Klar, warte mal, ich BAföG. Bin gerade händisch beschäftigt, ich muss noch was eingießen hier. Guck mal, jetzt geil, Schmuck, ey, so würde ich mal Schmuck herstellen. BAföG. Kupferkreuzhalskette. Kritische Trefferschance. Schlimmer als Heimweh. Rüstung. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden. Fernkampfschaden. Oh, hier. Goldkristallring. Was? 17,3% Fernkampfschaden kann man damit machen. Oh geil, wo ist denn das jetzt? Ach, beim Goldtisch hier. Ja, habe ich hier beim Schmucktisch habe ich gebaut. Kritisch. Fehlt eigentlich so, nur los. Kommt ihr jetzt mit? Na, warte doch mal, wir können uns doch jeder hier so eine Kupferkreuz. Alter, eine Kupfer? Ja, wir haben über 100 Kupferbarren. Was wollt ihr mit Kupfer machen? Komm her, ich baue uns hier Freundschaftsarmbändchen. Mach mal. Für denn? Ich habe 2 Armbänder. Ne, Ringe habe ich. Ja, warte mal, Halskette habe ich, mir fehlt noch eine Halskette, kannst du mir eine bauen? Ja, ich habe jetzt 3 gebaut, so wie kann ich jetzt handeln hier, einfach wegschmeißen? Einfach hier, ne? In die Kiste, hier. Oder so, genau. Nee, eine hat sie schon gefangen. Hab sie. Und jetzt kriegt der Brilli noch eine. Danke. Wo macht man das hin? Oben rechts. Plus 5% kritische Treffer, okay. Was habt ihr ehrlich für eine Rüstung? Ich bin ja der letzte Bleppo wieder in so einer Kackrüstung. Gold, natürlich. Natürlich. Das ist Bronze. Nein, das ist nicht Bronze. Bronze habe ich selber. Bronze. An. Nee, es ist Bronze, das stimmt, es ist Bronze. Hä, wie habt ihr Bronze gemacht?
braucht Eisen. Ja, ich muss meine mal reparieren, sehe ich gerade. Bronzerüstung kannst du machen am... Zinn ist das. Zinn mit Kupfer. Zinn und Kupfer gemischt. Ja, Zinn, Kupfer und Fasern brauchst du. Ja, aber du brauchst jetzt da oben nicht. Jetzt komm mal mit. Ja, ist ja gut. Los geht's. Alter, wer bin ich denn unterwegs hier? Aber hast du... Leute, guckt euch das mal an hier. Hast die schnellen Schuhe, hä? Nee, ich habe irgendwas gegessen und rase hier komplett weg jetzt. Ich bin doch direkt neben dir. Ja, aber ich nicht. Viel schneller. Ah, richtig schnell ist er. Okay. Was habt ihr da gegessen, sag mal? Weiß ich nicht. Ich hab nur diese Feder, mit der ich mit der Leertaste mich immer ein Stück. Ja, welche klebriger Pfefferwrap habe ich. Ah, Pfefferwrap. Na klar, der Pfeffer macht einen richtig schön. Nee, warte, hier ist aber falsch. Das war Menesgang, hier lang. Das ist Menesgang, ja. Pfefferwrap. Das war ein guter Koch. Ja. Ich weiß. Wer sonst nicht kann, kochen kann ich. Ah, ich hänge fest. Was ist das? Wieso könnt ihr hier lang? Es ist nur Schleimo. Guck, hier wäre auch geil. Jetzt schön das Zinn abnageln hier. Aber womit geht das? Ein Bohrer. Ein Bohrer, ja. Kann ich, Oh, was ist denn hier? Ja, hier war ich ja schon mal. Ah, guck mal. Ja. Warte mal. Da war der doch. Ja, aber das ist hier so eine Fackel. Hier, dekorative Fackel ist das. Hier stehen die überall rum. Lass die mal mitnehmen. Ja. Okay. Alter, es nervt. Ihr müsst die Kisten auch kaputt machen. Da sind teilweise Sachen drin, ne? Willi, wo müssen wir lang? Ja, Sekunde. Ich überlege tatsächlich hier gerade echt den Boden wegzumachen, weil die hier die Fackeln wieder... Kinders, ihr hört mir einfach nicht zu, ne? Was denn? Ihr müsst die Kisten auch mal kaputt machen, da sind Sachen drin. Du kannst die Kisten auch einfach aufmachen und die Sachen rausnehmen. Es gab aber auch andere Kisten. Die waren so kaputt, die musstest du, das waren so Deko-Dinger, die musstest du kaputt machen. Ja. Okay. Weiter? Ja. Warte, ich komm mit. Weevil? Ja, Weevil kommt. Warst du hier noch, Mene? Nee, hier war ich nicht mehr. So weit war ich nicht. Diese dekorativen Dinger hier meinst du, oder? Ja. Da meist nur Schund drin. Nicht den alle. Kommt weiter. Euer Gegenstand. Dekoratives Larvenfleisch. Siehst du? Wirklich? So nenne ich meine Mutter. Dekoratives Larvenfleisch. Was hast du jetzt gesagt? Ich werde sie ausrichten. Seid ihr noch hinter mir? Nein. Ja. Jetzt wieder. Ich glaube, jetzt sind wir da gleich. Aber die Grotte. Ah ja, hier. Holz. Was ist das? Holz. Hallo. Ah. Ja, eine Wand, würde ich sagen. Ja, gut. Achtung. Brauchen wir bestimmt einen Bohrer. Eine große Wand. Achtung. Was denn? Willst du eine Bombe legen? Ah, bringt nichts. Dachte ich mir, brauchen wir bestimmt einen Bohrer. Wie das ganze wertvolle Holz liegen lässt, ne? Was ist jetzt mit Holz? Dich verkloppen. Ich bin schon im Kupferzeitalter angekommen. Ey, aber für so weite Wege müssen wir wirklich mal langsam überlegen, so ein Minecart-System aufzubauen. Was ist das hier für ein Mineral? Vielleicht lieber mal in unser Kartsystem. dann Daddy Joke rausgehauen, ey. Ich war ein richtig schlechter Typ, ey. Ein Dad Joke. Oh, ich sollte was essen, sagt mir mein Spiel. Kommt ein Ritter in die Apotheke und sagt: Ja? Hey, gib mal mein Mittelalter. Ja, hast du für Laude und Kai Pflaume geguckt oder was? Nee. Wem? Genau den Scherz hat Kai Pflaume gemacht. Okay. Ist halt einfach ein richtiger Bringer, der Kai. Offensichtlich ein Dad-Joke. War ein Dad-Joke. Ein anderer Dad-Joke war, beim Essen heute Morgen beim Frühstück ist mir mein Joghurt runtergefallen. Ja, war nicht mehr haltbar.
Aber manche Sachen tun aber schon weh irgendwie, ne? Also Leute, ich glaube, dass hier, wenn man den Weg entlang geht, ein weibliches Geschlechtsorgan abgebildet wird. Aber gut. Bitte was? Eine Eileiter Vagina drin. Oder ein nee. Was? Geht mal die Lust, Wand entlang. Ne? Was ein Weibliches. Ja gut, da, also hier kommen wir nicht rein, ne? Scheiße, ey. Was tun wir jetzt rein, hier mit dieser Entdeckung? Ich würde sagen, wir lassen die jetzt mal hier, wo sie ist. Also hier sind noch einige Mineralien in meiner Wand, aber ich glaube, hier gibt es nur Kupfer, oder? Und ich grabe jetzt mal hier einen geraden Weg nach unten. Versuche so halbwegs den Weg von mir zu treffen. Das müsste hier ungefähr sein. Könnte mir auch zur Aufgabe machen, da einmal drumherum zu bauen. Kannst du dir machen, ja. Das probiere ich jetzt. Hier geht's jetzt abwärts. Ich habe 6 Brücken. Zinn gibt's hier. Aber das ist ein Riesending hier, wa? Riesenkomplex. Sag euch, das ist so ein, das ist bestimmt das nächste Biom. Aber wie will man denn da reinkommen? Gold habe ich, glaube ich, gerade gefunden. Hier. Hat noch jemand mehr als 2 Brücken? Ja, ich habe Brücken. Okay. Bau mal Brücken. Ja, kommt schon. Da. Okay. Bitte. Will ich setz mal ein paar Fackeln, wenn ich schon grabe. Mich hilft ja beim Graben. Du hast 10 Bomben von mir aufgenommen? Was? Nee. Nee, ne? Nein. Doch, muss. Bomben? Was für Bomben? Jetzt hat sie so Bomben. Doch, habe ich tatsächlich, entschuldige. Aber war keine Absicht, also. Nee, war mein Fehler. Ich wollte eigentlich eine hochgehen lassen, als wir auf der Brücke standen zu dritt, aber es ging nicht. Nett wie immer. Wieso geht ihr eigentlich an den ganzen Mineralien vorbei, so nur mal aus. Ja, dann hol du sie doch. Ja, weil ich ja meine Aufgabe unten weitermachen will mit dem Kartografietisch. Wir können uns auch abwechseln, Zwiebel. Alles gut. Willst. Meine Fackeln sind bald leer. Ja, ich hab noch Eiern. Eiern? Sag, wie viele du noch hast, dann kann ich, können wir wechseln. 5. 4. Bei. So, jetzt musst du. Ja. Das ist ja wirklich duster hier. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Warte mal, das ist zu nah, als dass man es liegen lassen könnte. Jetzt mal nochmal nach Osten, Tommy. Kartografie. Hast du es? Ich glaube, du warst zu weit oben. Ich hab's. Oh, ich brauche deine Hilfe hier. Ja? Komm her. Oh. Widerlich. Widerlich. Ja, schon mal wieder geil, dass jetzt hier diese blöden Fackelfresser sind. Wer denkt sich sowas aus, Alter? Ja, lass mal die Spieler richtig nerven. Lass mal die Fackelfresser machen. Ja. Also ich mache jetzt hier mal die Böden weg, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ah, hier ist über die ganz Kleinen kann man drüber laufen, ne? Das weißt du, die kannst du zertrampeln. Ja. Ich weiß, ja. Aber die... Oh, dicker. Ein dicker Otto. Ja, scheiße, war eine Bombe. Fuck. So kann man die Dinger natürlich auch. Wollte eigentlich eine Fackel stellen. So. Hab schon mal weiter. Ja.
Oh, was ist das? Siehst du das? Was ist das? Interesting. Bewegt sich in unsere Richtung. Das ist so eine Art. Es ist geplatzt. Vor sich hat Gift gespritzt. Ah ja, okay. Aua. Und ich saß noch und renn rein. Das sind so eine Suizid-Heinis. Ja. Großbereich. So, alles ausgefackelt, ja. Da liegt eine Bombe. Da liegt eine Bombe, ja. Einfach mal so im Nirgendwo, auch nicht schlecht. Ich habe die Ocarina of Time gefunden. Oh, nice. Da. Oh, guck mal, ich habe mich nur eins vertan auf der Strecke. Die Folge ist zu Ende, Zwiebel. Ja, das mag sein, aber wir sind ja eh gleich da. So, gepackt. Super. Also, der Mähne-Tunnel ist fertig. Nächste Folge überrascht euch dann der Mähne im Intro und ich hoffe, wir schaffen irgendwie einen Weg hier oben in dieses Alien-Konstrukt da irgendwie reinzufinden. Das wäre doch mal sehr interessant, was dafür. Glaube ich nicht, dass wir das in der nächsten Folge schon schaffen. Ja, müsst ihr bestimmt noch so 3-4 Folgen durchhalten, Leute. Meinst du? Das schafft ihr. Genau, ansonsten, ihr könnt ja natürlich auch, wir sind ja auch so ein bisschen kommentarabhängig, natürlich. Ne? Daumen nach oben, Abo da lassen. Ja, genau. In der Reihe von Glocke. Algorithmus. Genau, und vergesst und bitte nicht die Glocke. Gut. Ja. Schönen Gruß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und wenn ihr wisst, wie wir hier weiterkommen, gerne mal einen Tipp da lassen. Wir freuen uns drüber. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.